Hallo, hier ist er wieder, der Micha von Fitness Sub Coach. Heute möchte ich euch den meiner Meinung nach wichtigsten Paddelschlag oder Paddelzug zeigen, speziell fürs Wildwasserpaddeln, aber auch fürs Flachwasserpaddeln, zum Beispiel beim Race an der Boje, wo man gerne mal rücklings ins Wasser fällt. Und so schaut er aus. Bei diesem Paddelschlag empfiehlt es sich, das vorerst mal auf dem trockenen oder am besten auf der grünen Wiese zu üben, bevor man aufs Wasser geht. Erspart einem doch manche Schwimmeinlage. Man stellt sich aufs Board im Surfstance, dreht sich langsam nach hinten, bringt das Paddel hinter sich und geht dann langsam in die Knie und stützt mit dem Paddel am Boden Körpergewicht ab, so dass man nicht nach hinten fallen kann. Ganz langsam wieder hochgehen, dasselbe nochmal machen und dann immer ein bisschen mehr Schwung. Hopp, richtig aufs Paddel drauf. Keine Sorge, wenn das Paddelblatt flach aufs Wasser kommt bzw. auf den Boden kommt, passiert im Paddelblatt nichts und man kann sein ganzes Körpergewicht nach rücklings hinten abfangen. Auf dem Wasser kann ich mich natürlich nicht lange hinten mit dem Gewicht auf das Paddelblatt stützen. Das Paddelblatt geht unter und ich falle ins Wasser. Das heißt, ich muss, sobald das Paddel flach auf dem Wasser aufliegt, die Bewegung vom Paddel in einen Bogenschlag übertragen und mit dem Druck aufs Paddel aufstehen. Nach hinten aufschlagen, abstützen, Paddel übers Wasser schieben, hochdrücken dabei und wieder zum Stand kommen. Nach hinten, Paddelblatt aufsetzen, tief in die Knie gehen, das Paddel im großen Bogen ums Board rumziehen, Druck aufs Paddel bringen und mit diesem Druck die Beine wieder durchstrecken und zum Stand kommen. Zack. Keine Sorge, das Paddel richtig hinten aufs Wasser aufklatschen, das darf man richtig hören. Und dann hat man am meisten Druck auf dem Paddel und kommt am schnellsten wieder hoch. Und jetzt aufs Wasser.